Ahoi Nordlichter, Hamburg immer anders hier, euer Lieblingsstadtmagazin. Sportlich, schnell, ruhig und konzentriert geht's heute zur Sache. Was wir aus den Weiten der Hansestadt mitgebracht haben, das seht ihr jetzt im Überblick. Die Leidenschaft zum Beruf machen. In der Contemporary Dance School Hamburg werden Tänzerinnen und Tänzer auf die Karriere vorbereitet. Meditation mit Rohkakao aus Guatemala. Christine Dohler nimmt uns mit zum Ritual. Kämpfen, tackeln, Einsatz zeigen. Mit der richtigen Einstellung findet bei den Pioneers jeder seinen Platz, unabhängig von Handicaps. Anderen helfen und dabei selber lernen. Hamburger Studierende haben eine Beratung für Asylbewerber aufgebaut. Kreativität im Sekundentakt beim Trickfilm-Workshop in der Esche. Gebasteltes wird ausgeschnitten, zurechtgelegt und dann abgelichtet. Die vielen, vielen Bilder ergeben zusammengeschnitten einen Kurzfilm. Im Stop-Motion-Lab in Altona führen Kinder und Jugendliche Regie. Künstlerisch aktiv werden. Das Jugendkunsthaus Esche ist bekannt für sein buntes Angebot an kreativen Workshops für Kinder und Jugendliche. Eines davon ist das Stop-Motion-Lab der Medienkünstlerin Stefanie Rübensaal. Im Atelier bringt sie ihren Teilnehmern die handwerklichen und digitalen Kniffe der Stop-Motion-Technik bei und produziert mit ihnen Trickfilme. Ganz am Anfang steht natürlich eine Idee oder ein Thema, was sie irgendwo aufgeschnappt haben. Oder sei es, sind sie durch andere Filme inspiriert worden. Die Mädchen machen jetzt etwas, was sie in der Schule aufgeschnappt haben. Also wir haben halt in der Schule dieses Projekt, dass man nicht rauchen soll, und in dem Film, den wir als Klasse machen, machen wir halt auch noch so einen Trickfilm von uns. In dem geht es halt irgendwie darum, dass zwei Leute rauchen, werden immer dunkler, einmal wird immer schwarz an und irgendwann werden die zu Aschehaufen, und die anderen, die halt nicht rauchen, haben quasi so einen Heiligenschein auf und die haben die halt die ganze Zeit Power und können sich bewegen und so und werden nicht so schnell schlapp. Neben der Handlung und den Figuren kommt es auch auf die Wahl der Technik an. Ob Skizzen, Lego oder Knete, alles ist erlaubt. Doch Technik ist nicht alles. Bis zum fertigen Trickfilm dauert es manchmal bis zu 2 Monate. Eine der Schwierigkeiten ist, dass die Kinder natürlich geduldig sein müssen. Wir machen einzelne Bilder und ganz kleine Schritte. Das heißt, man kommt nicht sehr schnell voran. Und da verlieren sie doch ab und zu auch ein bisschen die Konzentration oder lassen sich ablenken. Ich bin einfach gern beim Prozess dabei und helfe mit und sehe, was so entsteht, weil ich auch immer wieder überrascht bin von so einer jungen, unbefangenen Kreativität, wie von den Jungs, dieses mit den Aliens, was wir Erwachsenen ja oft so ein bisschen verloren haben. Der Film heißt Die Alien-Version 2. Es geht halt um ein Alien, was die Erde erkundigt und was halt in die Länder fliegt und guckt, wie es da aussieht und sowas. Mit 10 oder so habe ich eine Kamera geschenkt bekommen und habe es halt ausprobiert, und ja, seitdem mache ich das eigentlich so. Ich habe einfach auch Lust, ja, dass das noch wächst, dass ich noch mehr Kinder damit erreiche und dass die Filme auch vielleicht immer noch länger oder ja, noch ausgefallener auch werden. Und dass das so bestehen bleiben kann hier. Jurastudierende sammeln Praxiserfahrung und bieten gleichzeitig kostenlose Rechtsberatung in Sachen Asylverfahren an. Ali Azad ist einer der ehrenamtlichen Helfer der Refugee Law Clinic. Seine Beweggründe sind vielschichtig, sein Anliegen Integration. Vom Supermarktbesitzer in Mossul zum Asylbewerber in Hamburg. Vor 2 Jahren musste Fersan vor dem IS fliehen und ließ seine Frau sowie seine 4 Kinder hinter sich. Menschen wie Fersan gibt es viele, jedoch wenige Anwälte, die ihnen helfen könnten. In der Refugee Law Clinic beraten Jurastudenten Asylbewerber in Rechtsfragen. Unterstützt werden sie dabei von Dolmetschern. Die Idee der Law Clinic kommt aus den USA. Studenten eignen sich Praxiserfahrung an und helfen gleichzeitig Klienten, die sich Anwälte nicht leisten können. Ich bin von einem Freund gefragt worden, ob ich
Flüchtlinge beraten möchte, als die Refugee Law Clinic gegründet wurde. Und ich habe sofort Ja gesagt. Das hat mehrere Gründe. Unter anderem bin ich mit meinen Eltern selber aus dem Libanon nach Deutschland geflüchtet. Das war für mich auch deswegen ein Herzenswunsch, tatsächlich auch den Geflüchteten zu helfen. Dann habe ich hier in Deutschland auch sehr viel Hilfe erfahren und wollte diese Hilfe auch zurückgeben. Wie genau Hilfe geleistet werden kann, damit beschäftigt sich Katharina Leithoff. Die Mitgründerin der Refugee Law Clinic musste dafür eine Ausbildung für Berater organisieren. Um ehrlich zu sein, haben wir uns gedacht, dass wir nach 2 Monaten irgendwo in der Unterkunft sitzen und Kaffee trinken und den Flüchtlingen ein bisschen helfen bei ihren Anträgen. Aber so einfach ist es natürlich nicht, als Student dann Rechtsauskünfte zu geben. Und dementsprechend müssen wir die Studierenden natürlich dahingehend ausbilden, dass sie ein umfassendes Wissen im Asyl- und Ausländerrecht haben. Kernthemen sind Änderungen im Asylrecht. Besondere Aufmerksamkeit liegt auf den Asylpaketen 1 und 2. Sie haben Abschiebungen erleichtert sowie den Familiennachzug erschwert. Ich kann zum Beispiel sagen, dass diese Ad-hoc-Reaktion mit dem Asylpaket 1, 2 und wie sie auch alle heißen, einfach verfehlt ist. Man will einfach versuchen, von Seiten der Regierung solche Strömungen, ganz, ganz blödes Wort eigentlich, finde ich in dem Zusammenhang auch, in den Griff zu kriegen. Und man glaubt, dass man durch Abschreckung sowas in den Griff kriegt. Die Unterstützer der Refugee Law Clinic vertreten etwas anderes. Ihnen ist Integration wichtiger. Für Fersan steht die Familie an erster Stelle. Als Kind habe ich mir auch einen Ball unter den Arm geklemmt und bin einfach losgerannt. Zwar ohne die Regeln zu verstehen, aber dafür mit umso mehr blauer Flecken. Die Regeln habe ich bis heute nicht verstanden. Trotzdem weiß ich, dass Football ein ziemlich rauer und schneller Sport ist. Dennis Karsch kennt die Regeln. Er ist Middle-Linebacker bei den Hamburg Pioneers. Was das Besondere daran ist, seht ihr jetzt. Samstagmorgen am Homefield der Pioneers. Heute geht es für die Footballer nach Berlin zum Testspiel gegen die Bears. Hey, zuhören! Brunsen! Jo! Dede! Ja. Döringer! Hab ich doch gesagt. Die Kamera! Danke! Es ist das erste Testspiel der neuen Saison. Eine wichtige Bestandsaufnahme für die Spieler und deren Coaches. Der Tight End von links geht jetzt als Slot rechts raus. Der Tight End von links wird Slot rechts. Ja. Ja. Fullback steht immer noch rechts. Wir spielen Counter Left. Also man sagt immer, es ist ein Sport für jedermann. Was ich nicht unbedingt glaube, es ist nicht für jedermann. Aber es ist für jedermann, der Lust auf diesen Sport hat. Jeder, der Gas gibt, jeder, der Einsatz zeigt, findet hier seinen Platz. American Football. Bei dieser rauen Kontaktsportart geht es vor allem um die richtige Einstellung. Die hat auch der Spieler mit der Nummer 91. Er spielt auf der Position des Middle Linebackers und ist damit Teil der Defense. Ich hatte mit ungefähr 16, 17 Jahren einen Krebstumor am Sprunggelenk, wurde daraufhin mit Chemotherapie und Bestrahlung behandelt. Und um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich dann damals in Zusammenarbeit mit den Ärzten entschlossen, das Bein amputiert zu lassen. Ich bin selbstbewusster geworden. Ich war vor der Amputation weniger selbstbewusst. Das hat sich dadurch definitiv verändert, weil ich für mich selbst entschieden habe, wie ich mein Leben leben will und wie ich vorangehen will. Also er hatte anfangs ja noch eine andere Prothese. Das war keine Sportprothese, die hat ihn etwas langsam gemacht. Auch jetzt merkt man natürlich, dass bei bestimmten Richtungswechseln das noch ein bisschen stockt. Aber ich denke, dass das einfach noch neue Bewegungen sind für ihn und dass es nach und nach immer besser wird.
Seit einem Jahr spielt Dennis Football. Die Entscheidung, zu den Pioneers zu gehen, fiel ihm leicht. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt, was es für Teams in Hamburg gibt. Und die Pioneers haben von sich aus eine sehr gute Mentalität, weil es um Familie geht, der Zusammenhalt sehr groß ist. Die Position vom Homefield ist gut im Stadtpark und das Gesamtbild hat einfach gepasst. Also bin ich hingegangen, das Training angeguckt und kam sofort mit den Jungs super klar, mit den Coaches gut klar und da hat das gepasst. Knapp 60 Spieler stehen für die Pioneers an diesem Tag auf dem Platz. Wer gerade nicht spielt, unterstützt das Team vom Rand aus. Hier werden auch taktische Absprachen getroffen. Wo stand wer? Das macht eben einen guten Coach aus, dass er ein Vorbild ist, dass er gecoacht ist, was natürlich Techniken angeht, was Schemen angeht, was überhaupt den Football an sich ausmacht. Und zusätzlich muss er natürlich pädagogisch gut ausgebildet sein. Ich bin eigentlich nur dafür da, mal die Offense zusammenzuholen und grundsätzliche Dinge anzusprechen. Gib Gas, du hast Meilenschritte. Ja, aber das dauert viel zu lange. Und nicht pre-snap auf die Backside die ganze Zeit gucken. Ja? Der wäre nämlich da gewesen. Okay? Gut, komm. Eins, zwei, drei. Offense! Deep! 14 zu 27 lautet das Ergebnis für die Hamburger. Ihren Sieg haben sie auch ihrer Philosophie zu verdanken. Alle Spieler, egal wer kommt, wird genauso behandelt wie jeder andere. Und das ist auch richtig, weil wir es nur so schaffen, dass wir hier, wie heute gesehen, 58 Spieler an der Seitenlinie haben und 110 Spielerpässe. So, ne? Und eine relativ breite Basis haben. Und nur so kriegen wir das hin. So, und da wird natürlich auch an Dennis Karsch positiv aufgenommen. So, und die finden es auch richtig, dass solche Menschen halt auch genau die gleiche Chance kriegen wie der andere. Schokolade ist schon derbe geil, aber nicht nur der Geschmack ist Zucker, sondern auch die Wirkung. Schokolade enthält Tryptophan, das wird im Körper umgewandelt. Serotonin schießt durch die Blutbahn und macht happy. Was kann das noch toppen? Das kann purer Kakao aus Guatemala, verbunden mit Meditation. Wir nehmen euch jetzt mit auf eine glücklich sanfte Reise. Kakao kennen die meisten nur als süßes Pulver aus der Dose. Christine Dohler bekommt ihren Rohkakao direkt aus Guatemala. Bei einem Urlaub in Island ist sie auf das Kakao-Ritual aufmerksam geworden. Das Ritual hat seine Wurzeln in Südamerika. Schon die Azteken und Maya nutzten Kakao zur Meditation, um mit Göttern oder Ahnen in Kontakt zu treten. Also es ist wichtig, dass man den Kakao nicht zu stark erhitzt, damit der roh bleibt. Das heißt, er soll jetzt nicht kochen. Also man soll den wirklich so achtsam einfach schmelzen, wie man Schokolade schmelzen würde, zum Kuchenbacken. Seit 5 Monaten führt Christine das Kakao-Ritual unter dem Titel Trink dich glücklich in Hamburg durch. Der Kakao, den verstehe ich noch mal so als sanften Verstärker von diesen ganzen Prozessen oder als sanften Prozessbegleiter. Also ich sage immer aus Scherz, ich wünsche mir einen Partner so wie Kakao, weil der mich einfach so im Leben bestärkt und unterstützt und mir auch mir die Energie gibt, mir Ideen gibt, Kreativität gibt. Hallo, hi. Grüß dich. Willkommen. Danke. Hi. Die Message, die so in den Kakao-Ritualen durchkommen soll, diese Wertschätzung für Mutter Erde, für die Natur, für den Kakao als Rohstoff. Das Besondere an dem Kakao ist, dass es kein Hybrid ist, das heißt, es ist die reine Naturheilpflanze Kakao. Die Bohnen werden mit der Hand geschält, fermentiert und dann geröstet, ohne industrielle Zusätze, ohne Zucker, also die reinste Form von Kakao, die es auf der Welt gibt. Also es kann jeder so, wenn er den Kakao nimmt,
so ein bisschen einfach so für den anderen segnen. Der rohe Kakao enthält Theobromin, einen natürlichen Stimmungsaufheller, der auch die Muskeln entspannt. Zusammen mit der Meditation ist die genaue Wirkung des Rituals allerdings von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das alles wird ja immer weiter zerstört, je mehr das industriell verarbeitet wird oder je mehr man da noch beimischt. Das Einzige, was wir jetzt noch dazu mischen, ist sowas wie Cayennepfeffer. Das haben auch schon die Maya genutzt, um die Wirkung einfach schneller ins Blut zu bringen. Man kann aber auch Zimt dazu machen, Kardamom, Ingwer. Und natürlich kann man auch so ein bisschen mit Honig oder Kokosblütensirup am besten süßen. Dann trinken wir. Trinkt so schnell oder langsam, wie ihr wollt und auch nur so viel, wie ihr möchtet. Euer Körper sagt euch dann schon. Es ist ja so in unserer Gesellschaft, dass es oft manchmal so belächelt wird, wenn Leute meditieren oder wenn die eine Klangschale in der Hand haben oder Rituale machen. Das finde ich total schade, weil Rituale und Meditation, das ist was sehr Bestärkendes im Leben. Wenn man zu mir kommt, muss man sich nicht verstellen. Da hat man nur die Erlaubnis zu wachsen. Der Kakao hilft einem so zurückzuführen zu einem selbst und was wirklich wichtig ist. Seitdem ich den Kakao trinke, greife ich so alles in meinem Leben auf, was ich immer schon machen wollte. So, natürlich ist es auch die Meditation, die das unterstützt, aber der Kakao macht einfach so klar im Kopf und frei im Herzen. Die Meditation ist das Herzstück des Rituals. Im Anschluss tauschen die Teilnehmerinnen persönliche Gedanken und Gefühle aus. Hierbei bleibt die Kamera aus. Lasst euch einfach nieder. Spürt, wie ihr auf dem Kissen sitzt. Spürt die Verbindung zum Boden, die Verwurzelung mit dem Boden. Und lasst einfach alles los. Was will ich? Was ist wichtig für mich? Was bringt mich runter? Was macht mich glücklich? Das könnt nur ihr wissen. Nach etwa 3 Stunden kommt das Ritual zu einem sanften Ende. Jenia und Maike waren heute zum 3. Mal dabei. Ich hatte richtig Lust, auch mich überraschen zu lassen, zu gucken, wohin der Kakao mich führt. Und meine Erfahrung ist sehr sanft. Also es ist ein sanftes zu sich selbst kommen. Egal mit welcher Stimmung oder mit welchen Gefühlen, welcher Laune man hierher kommt, hinterher ist immer alles irgendwie gut. So. Um auf professioneller Ebene tanzen zu können, braucht es nicht nur Talent, sondern auch eine gehörige Portion Mut, Ehrgeiz und Durchsetzungsvermögen. Ein bisschen Taschengeld kann auch nicht schaden. Eine dieser Personen, die den Schritt zur Bühnentanzausbildung gewagt hat, ist Victoria Davis. Was die Australierin antreibt, hat sie meinem Kollegen Matthias verraten. If I don't do this, I don't know what I would be doing. I've always just stuck with dance all my life. So without it, I really don't know what career I would have anyway. And I think that if I didn't have dance, it would still sort of be dance related.
Die Australierin Victoria Davis kam vor 2 Jahren an die CDSH, die Contemporary Dance School Hamburg, eine private Berufsfachschule in Altona. Für ihren Traum, Tänzerin zu werden, hat sie ihre alte Heimat hinter sich gelassen. Das Tanzen war schon immer ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben. I started when I was very, very small, so I think about 1 year old. My mom first took my older sister to dance class to help with her coordination, and I was still in the baby pram. So I've just kind of been there always, and I learned to walk in the studio, and I just never left. I kind of grew up there. It was a tough decision for me. I was very much yes, no, yes, no, but my mother and father went, yes, you're going, you have no choice. We are making you go because you will never be able to have this experience elsewhere. Like, you can go and live in another country and dance, so why not? We will help you. So the first year was very rough. I didn't really get to say goodbye to everyone at home, except my like mum and dad and brothers and sisters. And when holidays come, Christmas, birthdays, Easter, it gets a lot harder, but the more time that I am here, the easier it gets. And with everyone from school or my friends outside, I'm easily distracted and they kind of pick me up when I'm starting to feel homesick. Man lässt etwas hinter sich, aber man ist bewusst, dass man entwickelt sich in etwas, das davon du auch viel bekommst, zurückbekommst. Raul Valdez spricht dabei aus Erfahrung. Er selbst kam aus der Dominikanischen Republik über Kuba und die USA nach Deutschland. Heute arbeitet er als künstlerischer Leiter an der Contemporary Dance School Hamburg. Er weiß, was die Schüler mitbringen müssen, um nach ihrem Abschluss Erfolg zu haben. Man kann von Glück reden, aber ich denke, das geht eigentlich von, auf jeden Fall Durchsetzung Vermögen muss man haben. Es ist nicht leicht, du musst immer so wie, ne? Aber du musst etwas in dir finden, dass du gerne präsentierst. Und wenn du das in dir hast, ich denke, du findest den Weg durch. Tanz ist sehr kollektiv. Ein gewisser Individualismus muss dabei haben. Nicht, dass du in der Gruppe so wie untertauchst, immer, dass du in der Gruppe so wie mindestens einen Raum für dich finden kannst. Passion, dedication, work, lots of work, maybe a few sleepless nights, but hopefully not. I guess a love for what you're doing. You have to be a bit insane to be in this job because you're pushing your body to extreme limits that it's not really meant to do. So you have to have this little insanity inside you and this drive to really make you grab it. If you don't have this or the passion for it, I don't think you can keep this because it's such an ask to yourself to be able to do this your life. I'm trying my hardest. I'm pushing myself physically, mentally, not exhausting myself though, being smart. So I think it's fairly realistic. If I really set my mind to it, I believe that I can do this. Ihr Lieben, Schluss für heute.
Wie immer gibt es unsere Sendung in der Mediathek auf tidenet.de/tv. Natürlich findet ihr uns auch auf YouTube zum immer wieder angucken, teilen und nachholen. Alles Neue bringt die Ausgabe am 17. Mai, dann mit Nais. Bis dahin, genießt das Schiedwetter und tschüss.